Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier von Zom Piercer. Und ja, Leute, die ganzen Fahrzeuge, die habe ich ja schon mal gelootet. Das heißt, wir gehen jetzt hier ohne wirklich Muni für unsere Pistole. Gehen wir hier jetzt rein. Ich hoffe, dass wir noch was finden. Ansonsten haben wir hier ein Problemchen. Ansonsten haben wir hier ein Problemchen, würde ich sagen. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr nochmal zurückzugehen, obwohl wir eigentlich schon, ja, unser Inventar ist eigentlich schon quasi halb voll. Ich glaube aber eh, dass wir einmal noch zurücklaufen müssen, vermutlich. Aber gut, ne? Wir haben, ja, trinkenmäßig sieht es halt ganz schlecht aus, deswegen ich esse mal die Böhnchen, damit wir wenigstens noch ein bisschen was an Durst drin haben. Nahrung steigt auf. Ah, da können wir noch einen Dosenfisch essen. Dann ist wenigstens nahrungstechnisch alles safe. So. Das haben wir. Machen wir erstmal hier die Gebäude. Die da haben wir ja schon fertig. Das heißt, wir müssen jetzt nur hier noch rein. Und in die beiden da rechts von uns. Ja, komm, wir gucken mal hier. Ich hoffe, unser Robo-Kreuen passt ein bisschen auf uns auf. Oh, da war aber einiges drin hier. Pistolenmunition, sehr gut, Leute. Wenigstens mal wieder einen neuen Schuss. So. Nochmal 4 Schuss, sehr gut. Wir brauchen unbedingt Pistolenmunition. Und trinken, jawoll. Noch ein paar Schmerzmittel, Potato Chips, Plastik. Trinken muss jetzt leider, eine Flasche muss weg, Leute, die muss weg. So, ich glaube hier kommen wir dann jetzt auf die Anlage hier, oder wie läuft das? Nee, hier kommen wir auch nicht auf die Anlage. Ich habe so das böse Erwachen, dass wir hier irgendwas aktivieren müssen und ich glaube, das hier wird sehr ekelhaft hier in der Stadt. Leute, komm rein, Robo. Komm. So. Und ja, Freunde, auch jetzt und auch zu dieser Folge, wenn ihr mir schon in die Kommentare geschrieben habt, wie ich den guten Kerl nennen soll, ich werde es in der nächsten Folge, werden wir verkünden, wie der Robo heißt. Ne? Also gar kein Problem. Ich habe jetzt nur halt, wie gesagt, wie sonst auch immer, gerne mal das, die ein oder andere Folge hintereinander aufgenommen. Jetzt hatte ich mal gerade noch Zeit. Und jetzt waren es halt mal 3 auf einen Streich. Okay, hier kommen wir raus. Gut, dann wissen wir schon mal Bescheid. Hier sind noch ein paar Stühle. Was? Trinken, sehr gut. Energy, auch super. Nix. Okay. Hier ist nochmal so ein kleines Minibar. Da ist aber nichts drin. Okidokili. Gucken wir mal noch mal oben. Hier ist doch bestimmt irgendwo noch mal so ein Freak am Start, oder? Nö. Sieht ja, ist alles sehr leer hier, Freunde. Ja, ich glaube, da drinnen, da wird uns noch einiges erwarten. Noch mal ein Verband, den nehmen wir mal. Am besten gleich alle 3. So, können wir mal noch ein Schmerzmittel nehmen. So, den behalten wir mal erstmal. Ja. Gut. Komm mit, mein lieber Robo-Freund. Ja, wir gehen erstmal noch ins andere Haus. Komm mit mir, Junge. Komm mit. Noch ein Energy, sehr gut. Oh, noch ein Wasser, super. Noch ein Wasser, sehr gut. Können wir eins nochmal trinken? Leute, ich habe so das böse Gefühl. Ich muss leider doch nochmal
nach Hause latschen, ne? Boah, das ist so ein weiter Weg. Revolverpatronen, wir haben 36 Kilo. Naja, wir laufen erstmal so weit, wie es geht, ne? Bis wir voll sind. Das ein oder andere müssen wir ja eh konsumieren. Boah, noch ein Medipack, sehr gut. Top, top, top. So, hier nehmen wir noch einen Fernseher, da könnten wir noch... Ah ne, da war ich ja schon. So, wie sieht's aus? Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall mal noch so ein Energy. Essenstechnisch auch alles gut. Komm, wir nehmen noch so einen Riegel, dann haben wir noch ein bisschen mehr Platz. So, was brauchen wir sonst noch? Eigentlich nix, Leute. Das heißt, eigentlich können wir jetzt hier rein. Boah, das wird bestimmt richtig heavy, Leute. Oh, jawohl. Boah, eine Autobatterie. Ist einfach too much, Freunde. Kann ich die wieder rauswerfen? Kann ich die wieder rauswerfen? Ich brauche die nicht. Ich glaube, die ist einfach jetzt momentan... Ist nicht gut, wenn ich hier die mitnehme. Ach, wir brauchen keine Mechanik, wir brauchen elektronische Teile. Viel mehr davon. Also wir sind auf jeden Fall jetzt hier auf diesem Gelände. Wo? Im Gebäude? Gut möglich, ne? Ich bin mir auch nicht sicher. Ich habe das Gefühl, wenn wir hier schießen, könnte das sehr eklig werden. Hier ist auf jeden Fall kein Eingang. Da stehen eins, zwei, da hinten steht einer, da steht einer. Also das sind auf jeden Fall eine Menge. Es sind eine Menge, Freunde. Wir könnten die halt ein bisschen ablenken, ne? So, die haben wir schon mal erledigt. Wo will der rein oder raus? Hier, hä? Ey! Schnauze. Okay. Leute, wir haben so viel Stuff mittlerweile hier on board. Ich weiß nicht wohin mit allem, ne? Ich weiß nicht wohin. Ey, Gemäue! Ey! Freundchen, so nit. Freundchen, so nit. Ich wäre immer gleich so übermütig hier. Ich sah's euch, wie es ist. So, hier ist nix mehr. Von hier oben können wir halt auch nicht so viel. Ja, jetzt bräuchten wir ein Scharfschützengewehr, ne? Könnten wir schön von hier oben, könnten wir sie alle nacheinander abschießen. Das wäre ein Highlight. Leute, das wäre schon ein kleines Highlight, sage ich euch. Das wäre schon Killer. Aber ist nicht, ne? So, wir haben... wir werden langsam müde, ne?
So. Oh. Haben wir ein leichtes Spielproblem hier? Aber das geht jetzt natürlich herauszufinden, wo hier in dieser Stadt die olle Zippe diese Weiche hinterlassen hat, ne? So. Wir haben jetzt mittlerweile 4 elektronische Teile. Wir brauchen noch deutlich mehr. Natürlich finden wir die hier eher nicht im Haus, aber wir sollten auch hier vom Haus alles mitnehmen, ne? Hier geht's wieder raus, okay. Hier sind so viele Türen. Schnauze, Kollege, ey, was ist los mit dir? Ah, wieder keine. Ah, wisst ihr, was wir machen können, Leute? Habe ich ja ganz vergessen. Wir haben ja noch einen Vorteilspunkt. Wir haben ja noch einen Vorteilspunkt. Ich würde den diesmal in Leben stecken, damit wir ein paar mehr Leben haben. So, 10 Leben haben wir jetzt wieder mehr. Super. Hier waren wir, hier waren wir, hier waren wir, hier waren wir, hier waren wir. Das heißt, theoretisch geht es eigentlich nur noch hier raus. Aber das brauchen wir nicht. Komm, lass mich rein, Robo. So. Hier ist noch so ein Kollege, den können wir einer auf die Schnüss hauen. Ups. Hey. Ah, Mann. Das war nicht so gut. Egal, hier haben wir noch ein paar Fahrzeuge. Ah, da war was drin, sehr gut. Mechanische. Bam. Oh, in your face. Zu viele andere Teile, die wir nicht brauchen. Die Frage ist halt auch, ne? Wo ist die Olle überhaupt hingelaufen? Müssen wir die ganze Stadt hier durchsuchen nach der Zippe da? Das heißt, wir müssen auch eigentlich wieder hier in das Haus rein. Und eigentlich bräuchten wir was zum... Wir bräuchten was, um unsere Sachen zu reparieren. Lass mich durch. Fernseher war ich schon. Okay. Machen wir mal schnell oben. Hallo! Batz! Da hat er also wieder gefangen, oder Kell? So, wie sieht's aus? 57, Leute. Wir können eigentlich nichts mehr mitnehmen, ne? Wir sind tutto, completo voll. Wir bräuchten halt, wir brauchen einfach mehr Inventarplatz. Wir haben aber zumindest 5 elektronische Teile mittlerweile. Aber wir haben halt jetzt so viel Scheißdreck wieder dabei, ne? Wir können zwar das ein oder andere essen, wie hier so 2 Schokoriegel, sage ich mal. Und ich könnte noch ein Wasser trinken. So, dann gehen jetzt wie viel weg? Top, dann haben wir 56, ne? Ist jetzt nicht die Welt. Okay, ich könnte noch hier das hochmachen. Bringt uns aber letztendlich auch nichts. Weil, oh, guck mal, Altmetall haben wir nur 2 gefunden. Das ist ja krass. Was haben wir eigentlich hier drin, was so schwer ist? Aha, die mechanischen Teile und die elektrischen Teile, ja. Okay, wir haben 2-mal Leder und so, aber... Ah, hier der Stoff. Stimmt, der Stoff ist ja so unheimlich schwer, ne? Das ist halt krass. Ich weiß halt nicht, ob wir nachher noch Stoff brauchen werden. Ja. Warte mal, hier waren wir noch nicht in der Küche. Energy. Nichts drinne. Trinken wir doch ein Energy.
sind wir auch 5% fröhlicher, ne? Sind wir ein wenig fröhlicher hier? Oder ist es auch eh schon dunkel? Es ist dunkel, es ist 18 Uhr. Ich würde sagen, Leute, wir müssen uns auf den Weg zurück machen, ne? Wir haben... Ah, wisst ihr was? Wir brauchen einen Schlafsack. Mit dem Schlafsack können wir, glaube ich, überall schlafen. Den hätten wir uns noch herstellen müssen. Und jetzt muss ich erstmal zurücklatschen. Den ganzen Weg und den ganzen Kram ausladen. Ja, Happy Birthday. Happy Birthday, sage ich dazu nur. Warte mal, wo ging es denn hier eigentlich raus? Ich glaube, wir müssen hier durch, oder? Ne, warte mal. Wir sind von hier hinten gekommen. Jetzt müssen wir natürlich auch noch doppelt auf der Hut sein, weil wir hier ja auch so unwahrscheinlich viel sehen. Aber ich gehe mal davon aus, wir müssen hier durch, genau hier und hier raus. Und da müssen wir jetzt erstmal den ganzen Weg zurück, Freunde. Ja, Happy Birthday. Na gut, dann laufen wir mal den ganzen Weg zurück, ne? Dann laden wir mal den ganzen Kram aus und gucken mal, ob wir noch irgendwas Gutes bauen können. So Leute, angekommen in der Base. Ich habe mich dann erst noch mal eine Runde hingelegt. Ihr seht, mein Schlaf ist auf 99. Essen, Trinken habe ich noch dabei. Das lade ich jetzt erstmal ganz kurz hier aus. Und ich werde mir auf jeden Fall in Zukunft immer mal so ein paar Energies mitnehmen. Denn ich muss ja eins sagen, die sind... Ah, jetzt habe ich die Hälfte vom Essen nicht reingepackt. Das ist wirklich hilfreich, ne? Muss man ganz ehrlich sagen, wenn man hier so ein bisschen was zu essen und... Oh, wir sind hier voll wieder. Essen und Trinken dabei hat, dann ist das schon einsame Spitze, kann ich euch sagen, ne? Also auch Essen und Trinken, wenn man so ein Energy dabei hat. Weil du dadurch einfach länger rennen kannst. Und das ist wunderbar. Dann nehmen wir hier, natürlich nehmen wir wieder zwei Stück mit. Sicher ist sicher. Pistole, Revolver, Gewehr. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich lieber Revolverpatronen, aber da haben wir auch nur 26. Flinte haben wir, ach, eigentlich genug, ne? Hier die Gewehrmunition kann rein. Oh, wir haben jetzt keinen Platz mehr tatsächlich. Ich nehme mal hier die ganzen Utensilien hier, die da. Ich nehme ich mal hier mit und mach mal die Gewehrmunition hier. Oder warte mal, wir können eigentlich die komplette. Wir nehmen die komplette Munition jetzt ja mal mit. So und so. Ne, wartet mal. Geld lassen wir hier. Das nehmen wir noch mit. Den Scheiß lassen wir hier vorne drinne. Und machen. War das der hier? Ja, machen hier einfach den ganzen anderen Klumbatsch rein. So. Und so. Wir haben noch hier ein einfaches Reparaturkit. Da würde ich gerne das hier einfach mal wieder reparieren. So. Ansonsten ist eigentlich alles soweit noch gut. Ja, das passt eigentlich noch. So. Haben wir. Jetzt ist die Frage. Wir haben ja gesagt, wir brauchen eigentlich so einen Schmelzofen. Ich würde jetzt aber sagen, der ist vielleicht nicht ganz so wichtig aktuell. Ich hätte gerne lieber etwas für den Roboter. Bewegungsbeschleuniger, Beutelkapazitätserhöhung. Ist das alles für den Roboter? Oder ist das für uns? Das ist Geschützturm. Geschützturm, Lampengeschützturm. Ledertransporttasche für einen Roboter. Aha. Da haben wir eine Ledertransporttasche, Stofftransporttasche. So, warte mal, wir bauen das mal. Oh, das braucht wieder elektronische Teile. Das ist wirklich unfair. Das ist echt unfair. Das ist kacke. Aber weil wir können bei dem ja nichts reinpacken, ne? Der hat ja noch nichts, wo wir sagen können. Hier. Ne, der hat ja nur. Nee. Ja genau, kratz dich mal, mein Freund. Richtig so. Wartet mal, Leute. Wir müssen mal gucken. Hier haben wir ja auch nichts. Schlafsack. 10 Schiff, ein genau, abseits des Zugs. Den bauen wir jetzt auf jeden Fall mal, dass wir den haben. Dafür brauchen wir Stoff und
Was war das jetzt nochmal? Stoff und Plastik. So. Dann nehmen wir uns erstmal so einen Schlafsack hier. Oh. Plastik vergessen. Ach, ich habe viel zu viel Stoff mitgenommen hier. 10. So. Schlafsack. Wunderbar. Der wiegt zwar 2 Kilo, aber egal. Hauptsache, wir können vielleicht unterwegs mal irgendwo dann nächtigen. Vielleicht auch nicht so verkehrt. So. Hier können wir dann mal noch hiervon 2 reinpacken. Die müssen wir nicht alle mitnehmen. So. Eigentlich brauchen wir... wie viel wiegt das? 4 Kilo. Warte mal. Das ist doch jetzt hier drin, ne? Packen hiervon mal 40 weg. Brauchen wir eh nicht so viele. So. Hier haben wir noch da so viel übrig. Jetzt ist aber die Frage, ne, Leute? Die Frage ist, was? Ledertransporttasche. Ich baue erst... Es ist so schwierig, Leute. Schießgenauigkeit. Erhöht ich. Aber für was? Für was? Das muss doch... Das ist ja für den Roboter, glaube ich. Schrotflintenturm, Pistolenturm. Das ist ja ein einfacher automatischer Turm, der die Zähne behält, aber eine zuverlässige Gelenkung von hinten, wenn eine Person ist, so ein Gewicht. Ich glaube nicht, dass... Ich glaube, das ist für... Das kann... Leute, wir bauen jetzt erstmal so eine Stofftransporttasche. Oder brauchen wir... Nee, wir machen eine Stofftransporttasche. Ich baue jetzt mal so eine Stofftransporttasche. Ich weiß nicht, wie viel es jetzt gerade war. 10, ich nehme mal hier 10. Elektronische Teile. Und was war es noch? Ich glaube, das hier. So, wartet mal. Ja, die bauen wir jetzt mal. So. Das probieren wir jetzt mal aus. Alter, geil. Da passen einfach 50 Kilo rein. Das ist insane, Freunde. Können wir das auch da reinpacken? Nee, aber ich kann jetzt sagen, ich pack das bei dem da rein, ne? Zack. Alter, Leute. Das ist geil. Das ist schon geil. Jetzt können wir viel mehr Zeug mitnehmen. Top. Das ist fett. Jetzt müssen wir nur mal überlegen und schauen, wie wir hier was auf den drauf bauen können, ne? Also, ich bin mir halt nicht sicher, ob dieser Geschützturm... Wir haben 3 elektronische Teile. Das ist Bewegungsbeschleuniger. Wir brauchen eh Eisenbarren. Also wir müssen eh erstmal schmelzen jetzt. Ganz sicher. Wir müssen jetzt eh erstmal schmelzen. Und schmelzen bedeutet ja, wir brauchen noch eine elektrische Heizung. Okay, dann bauen wir jetzt erstmal noch die elektrische Heizung. Und die kostet uns, ja, okay, wir können die bauen. Jetzt fehlen uns nachher nur die elektronischen Teile, weil die haben wir jetzt auf jeden Fall nicht mehr genug. Also, Leute, müssen wir... Ja, wir brauchen noch 2 Stück. Ach, ist das ärgerlich, Leute. Ja, aber wir haben jetzt zumindest alles soweit vorrätig, bis auf 2 elektronische Teile, damit der Spaß funktioniert. Leute, geil. Okay. Das ist schon mal top. Wie sieht's jetzt hier aus? Essen, trinken passt auch. Wir können mal noch was trinken kurz. Damit wir schon mal ready to go sind. Dann würde ich sagen, essen wir noch eine Dose Bohnen. So.
Dann können wir auch schon bald was kochen, Leute. Wir brauchen ja nur eine Wasserflasche und 3 Kartoffeln. Warte mal, das will ich mal ausprobieren. Wir brauchen eine Wasserflasche und 3 Kartoffeln. Pass mal auf, ich baue jetzt das mal. Ich will das jetzt einmal ausprobieren. Oh, das brennt aber an, Leute. Zack, wir haben einmal gekochte Kartoffeln. Ja, Leute, weil jeder, steht ja da, ne? Jeder kann Kartoffeln kochen. Oh Mann, ey. Wie weird ist das bitte? Egal, wir haben auf jeden Fall einmal was zu essen dabei. Ein paar gekochte Kartoffeln. Ich nehme mir mal noch 2x Wasser mit. Und wir nehmen auf jeden Fall für hin und zurück nehmen wir uns 2 Energies mit. Einmal für in die Stadt rein, einmal für wieder aus der Stadt zurück. So, dann nehmen wir hier mal noch. Packen wir mal 2 Stück weg. 3 Stück sollten reichen. Pistolen, MK2, das. Passt, glaube ich, soweit. Mein Lieber, pass mal auf, du hast ja hier eine Tasche. Dann packen wir bei ihm mal hier unsere Verpflegung und so rein. Dann sollte das soweit passen. Super, Leute. Dann würde ich sagen, Leute, machen wir an dieser Stelle einmal Schluss. Ich werde jetzt schon mal... Ah, warte mal, wir sagen dem Kollegen schon mal, dass er wieder mitkommen soll. Denn wir werden uns jetzt auf den Weg machen. Wir haben ja jetzt auch was dabei, um zu schlafen. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt erstmal wieder auf den Weg machen Richtung Stadt. Ne? Wir brauchen noch elektronische Teile, etc., etc. Kommst du, mein Freund, oder? Ja, er kommt. Super. Also, wir werden uns jetzt auf jeden Fall auf dem Weg wieder in die Stadt machen. Wir müssen ja diesen Hebel finden, damit es hier weitergeht. Und ja, Leute, wenn es euch auf jeden Fall hier gefällt und ihr weiter Bock habt auf zum Piercer, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten, ja, lasst mir natürlich sehr gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht das kostenlose Abo. Aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Hier bei zum Piercer. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.